Hallo Kackbratzen. Is anyone around? Anyone alive? Or dead? If you're dead, don't answer. Horrorspiele begleiten mich schon ein Leben lang. Mal abgesehen vom grandiosen Text-Adventure The Lurking Horror, das Ende der 80er Jahre irgendwie den Weg auf meinen PC fand, hinterließ vor allem ein Spiel enorme Spuren in meinen Gehirnwindungen. Das 1989 veröffentlichte Personnel Nightmare aus dem Hause Horrorsoft. Das Gameplay erfolgte zwar immer noch über Texteingabe, aber endlich gab es in einem Horrorspiel für die damalige Zeit verdammt gute Grafiken. Damals habe ich Personnel Nightmare allerdings nie durchgespielt. Zu oft bin ich gestorben und es war tatsächlich ein persönlicher Albtraum für mich. Wenn ich den zweiten Spieltag überlebte, ohne von einem dämlichen Vampir ermordet zu werden, war das schon ein großer Erfolg. Erst Mitte der 90er Jahre hatte ich dann endlich das damals Undenkbare geschafft und das Spiel erfolgreich beendet. Aber Personnel Nightmare strahlte immer eine gewisse Faszination aus und ich meine jetzt nicht die nette Dame namens Elvira, die auf dem Cover ihre zwei mächtigen Möpse zur Schau stellte. 1990 sollte sie dann mit Elvira Mistress of the Dark endlich auch ihr eigenes Videospiel bekommen, nachdem man sie schon 1988 in einem gleichnamigen Film bewundern konnte. Elvira, Mistress of the Dark. But if they ever ask about me. An dieser Stelle weiß ich jetzt nicht wirklich, ob ich da noch mehr Kontext nachliefern muss, aber sagen wir es mal so. Gegen Mitte und Ende der 80er Jahre war Elvira, die übrigens von der Schauspielerin Cassandra Peterson verkörpert wurde, ein ganz spezielles Phänomen. Im Nachhinein betrachtet waren die 80er ziemlich wilde Jahre und eigentlich wollte ich nicht wirklich ins Leichtzotige abdriften, da man ja heute die Keule irgendwelcher Social Justice Spinner fürchten muss. Aber warum dieser Ausflug? Nun, erstens waren die Elvira-Titel wirklich recht gute Horrorspiele und zweitens fügt sich der Titel von heute genau in diese Reihe ein. Das 1992 von Horrorsoft veröffentlichte Waxworks ist nicht nur ein Spiel, das den Namen des Entwicklerstudios alle Ehre macht, sondern auch der spirituelle Nachfolger des 1991 veröffentlichten Elvira 2 The Joss of Cerberus. Waxworks war und ist definitiv kein Spiel für zarte Seelen und Gelegenheitsspieler. Es ist erschreckend, verstörend und manchmal sogar richtig grausam. Aber nicht nur wegen den verstörenden Bildern, sondern weil es auch unerbittlich schwierig ist. Wenn ihr jedoch mutig genug seid und keine Herausforderung scheut, solltet ihr unbedingt mal einen Blick auf dieses Spiel wagen. Etwas seltsam ist auch die Einordnung von Waxworks. Eine genaue Bestimmung des Genres ist nicht so klar, da es sich zwar irgendwie um ein Horror-Adventure handelt, das aus der Ego-Perspektive gespielt wird, aber die Mechanik gleicht eher einem Dungeon-Scroller mit Rollenspielelementen. Waxworks ist auch nicht direkt ein lineares Spiel. Insgesamt muss man 5 verschiedene Zeiträume überleben, darunter das alte Ägypten, das beschauliche Transsilvanien zur Zeit des Mittelalters oder auch das viktorianische England. Die Level, mit Ausnahme des letzten, können auch in beliebiger Reihenfolge gespielt werden. Sobald man eine Epoche erfolgreich überstanden hat, verliert der Spieler zwar alle eingesammelten Gegenstände, aber da Waxworks irgendwie ein Rollenspiel ist, gibt es als Belohnung eine Erhöhung der maximalen Gesundheitsenergie und die Erhöhung der physischen Kraft. Der Spieler muss in den Level allerdings nicht nur unfaire Rätsel lösen. Mitunter gibt es auch Level mit einer großen Portion Kampf. Ich habe damals jedenfalls Blut und Wasser geschwitzt und habe mit Waxworks meinen zweiten ganz persönlichen Albtraum erlebt. Im Spiel schlüpft man in die Rolle eines namenlosen Protagonisten, der zufälligerweise einen bösen Zwilling hat. So wirklich ausgiebig wird die Story nicht erzählt, aber in der Familie unseres Helden gab es seit Anbeginn öfters Zwillingspaare, die jeweils aus einem guten und einem bösen Zwilling bestanden. Angeblich soll über der Familie sogar ein 500 Jahre alter Fluch liegen, was der Sache etwas mehr Brisanz verleiht. Die Geschichte erzählt, dass vor langer, langer Zeit ein Vorfahre eine alte Zigeunerin dabei erwischte, wie sie eines seiner Hühner gestohlen hatte. Zur Strafe schnitt er ihr die Hand ab, was der guten Dame nicht sonderlich gut gefiel. Im Gegenzug verfluchte sie die Familie, sodass in jeder Generation die Zwillinge zur Welt brachte, jeweils einer der Zwillinge ein eher schlechtes Gemüt hatte. Jedenfalls werden wir eines Tages in ein unheimliches Wachsfigurenmuseum gerufen, das unserem nun verstorbenen Onkel Boris gehörte. Der knuffige Onkel widmete dieses Museum der Geschichte der Familie, die in den unterschiedlichen Ausstellungen jeweils einen bösen Zwilling in einer unterschiedlichen Zeit zur Schau stellt, mitsamt ihren dunklen Taten. Die Story wird durch mehrere der neben den Wachsfiguren angebrachten Tafeln vorangebracht. Die Tafeln erzählen jeweils von der letztendlichen Niederlage der bösen Zwillinge, die ihrerseits durch den guten Zwilling zu Fall gebracht wurden. Die Ausstellungen sind gewissermaßen auch eine Art Level-Auswahlmenü, denn wenn man eine Szene mit den Wachsfiguren betritt, wird man auch direkt in deren reale Vision versetzt, wo man dann jeweils die Rolle des guten Zwillings übernehmen wird. Ziel ist es nun, alle Szenen zu betreten, mit der Hoffnung, dass man endlich den jahrhundertealten Fluch brechen kann. Die
Die Welten innerhalb der Wachsfiguren sind riesig. Jede Welt hat ihr eigenes einzigartiges Thema und ihre eigene Art von Horror. Die Gänge innerhalb einer ägyptischen Pyramide enthalten zum Bleistift Dutzende gut versteckter Sprengfallen. Auf einem Friedhof wimmelt es von Zombies, die euch ohne Vorwarnung angreifen werden. Und im romantischen London, dessen Straßen nur durch den hellen Mondschein erleuchtet werden, wird man mit einer Vielzahl von Polizisten und einem wütenden Mob konfrontiert, die sich ihrerseits auf die Suche nach Jack the Ripper begeben, der übrigens, Überraschung, zufälligerweise einer der bösen Zwillinge ist. Angesichts der Ausgangslage wird es wohl auch kein Wunder sein, dass man sehr, sehr häufig den Löffel abgeben wird. Und weil das damals anscheinend total angesagt war, darf man sich auch auf unzählige und total frustrierende Sackgassen freuen, sowie auf viele weitläufige Labyrinthe, die eure Seele brechen werden. Solltet ihr also mutig genug sein, um Waxworks selbst mal auszuprobieren, dann solltet ihr unbedingt Stift und Papier bereitlegen, um all die schönen Labyrinthe aufzumalen, um auch nur einen Hauch von einer Chance zu haben. Die Labyrinthe sind wahrscheinlich die anspruchsvollsten Dinge des Spiels. Normalerweise habe ich in Abenteuerspielen nichts gegen Labyrinthe. Wenn aber das gesamte Spiel jedoch im Wesentlichen aus 4 Labyrinthen mit jeweils etwa 200 Räumen besteht, dann hat der Spaß allerdings nach einer gewissen Zeit ein ganz großes Loch. Das Kartografieren der Labyrinthe wird durch die Anwesenheit zahlreicher Feinde natürlich nicht einfacher. Es gibt allerdings nicht nur sehr viele Feinde, sondern es erfordert auch sehr viel Übung, um sie effizient zu bekämpfen. Denn schon einen Augenblick später werden sie euch ohne mit der Wimper zu zucken zu Brei klopfen. Das Problem ist auch, dass es nicht allzu viele Gelegenheiten gibt, um seine Gesundheit wieder auffüllen zu können. Grundsätzlich ist Waxworks mit einem Kartenspiel zu vergleichen, das ausschließlich aus Arschkarten besteht. Damit das Leben nicht ganz zur Hölle wird, gibt es eine größere Anzahl an Waffen, darunter auch eine Schaufel, mit denen man sich zur Wehr setzen kann. Man darf im Kampf jetzt allerdings nicht allzu viel Strategie erwarten, denn im Prinzip klickt man wie blöd auf die verschiedenen Körperteile des Gegners und hofft, dass der Kampf ganz schnell vorbei ist. Viel frustrierender als die Gegner sind allerdings die Fallen, auf die man im Spiel stoßen wird. Es reicht ja nicht, dass zum Bleistift eine Mine voller Mutanten ist. Ohne einer Falle wäre ja das Sterben nur halb so schön. Zu einem gewissen Punkt wird man also in einer Mine mit einer Lore Bekanntschaft machen. Entweder gibt man sofort den Löffel ab, oder man schafft es doch noch rechtzeitig aus dem Weg zu springen, nur um dann festzustellen, dass die Lore für immer den rettenden Weg versperrt hat. Das Spiel verlangt also, dass man schon vorher weiß, dass irgendwann eine Scheiß-Lore auftauchen wird, weshalb man in irgendeinem gottverfickten Tunnel einen versteckten Holzbalken finden muss, um diesen dann auf die Gleise zu legen. Mit anderen Worten, wenn man nicht bereits vorher weiß, auf welche Fallen man im Spiel stoßen wird, wird man keine Chance haben, das Spiel lebend zu beenden. Und das gilt für so ziemlich jedes verdammte Level im Spiel. Ganz schön wird es auch im alten Ägypten, wo man praktisch jede Sekunde um sein Leben bangen muss. Waxworks wäre aber nun auch kein echtes Horror-Adventure, wenn es nicht auch irgendwelche bekloppten Rätsel zu lösen gäbe. Einige von ihnen lassen sich nur durch Gegenstände lösen, wie etwa das Bauen einer behelfsmäßigen Gasmaske. Andere allerdings erfordern eine Menge Portion an Glück. Während des Spielens wird man tausende von Gegenständen aufsammeln, aber zum Glück wird das Inventar nach einem jeden Level geleert, womit man sich nicht durch eine unendliche große Tasche wühlen muss, um den richtigen Gegenstand zu finden. Da sich die Entwickler bewusst waren, dass ihr Spiel eine Ausgeburt der Hölle ist, haben sie ein Hinweissystem in Form einer Kristallkugel in das Spiel integriert. In der Glaskugel wohnt übrigens unser verstorbener Onkel und manchmal gibt er uns auch recht praktische Hinweise, die uns das Überleben ein wenig erleichtern. Allerdings sollte man nicht allzu oft dieses Hinweissystem benutzen, denn jeder Kontakt erschöpft eure psychische Energie. Ist die zu niedrig, kann euch nicht mehr geholfen werden. Die Benutzeroberfläche in diesem Spiel ist etwas umständlich. Es besteht aus vielen Tasten, deren Funktion nicht sofort ersichtlich ist. Man muss also vor allem zu Beginn sehr oft experimentieren, um herauszufinden, wie der Hase läuft. Und das ist natürlich keine große Hilfe, da man unendlich oft auf unendliche verschiedene und teils sehr bestialische Art und Weise ins Gras beißen wird. Waxworks ist Frust pur, wie auch das Speichersystem, das Spielstände alphabetisch und nicht chronologisch speichert. Wer zur Hölle kommt denn bitte auf eine so dämliche Idee? Was man aber dem Spiel gutheißen muss, ist dessen wirklich sehr tolle Grafik. Auch wenn jetzt Waxworks mehr als 30 Jahre auf den Buckel hat, hat es den Test der Zeit ziemlich gut überstanden. Der Detailreichtum ist unfassbar toll, was vor allem für die übermäßigen und fürchterlich realistischen Bilder mit tonnenweise Blut, Gewalt und verstümmelten menschlichen Körpern gilt.
Solltet ihr also ein zartes Gemüt haben, könnte das vielleicht ein sehr großes Problem sein. Aber auch wenn die Bilder noch so gruselig sind, man kann sich einfach nicht satt sehen. Weniger einprägsam ist die Musik im Spiel. Insgesamt ist das Ergebnis eher durchschnittlich. Die Melodien sind begrenzt und bleiben auch nicht besonders gut hängen. Teilweise driften sie auch in einen sehr nervigen Bereich ab. Die große Frage ist allerdings, warum man heute noch Waxworks spielen sollte. Eigentlich ist es ein verdammt schwieriges Spiel, das einem nicht bei der Hand nehmen wird. Entweder wird man in Stücke gerissen oder zu Brei geschlagen oder man landet in einer Sackgasse, in der man vielleicht nicht sofort stirbt, aber trotzdem das Spiel nicht beenden kann. Trotzdem hat das Spiel auch heute noch seinen Charme, wohl auch deswegen, weil es ein so merkwürdiger Genremix ist. Es ist weder ein Rollenspiel noch ein Adventure, aber zumindest der Horror wurde sehr gut umgesetzt. Solltet ihr also keine Angst vor viel Blut und ein paar frustrierenden Rätseln haben, solltet ihr unbedingt zugreifen, denn unter der Haube wartet eine sehr ungewöhnliche Geschichte auf euch. Und mit all seinen zutiefst atmosphärischen Umgebungen erzeugt Waxworks auch noch nach über 30 Jahren für ein gruseliges, aber dennoch seltsam bezauberndes Erlebnis. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.